Da ist ein Schlüssel. Noch ein Schlüssel. Sind hier bunte Stoffe? Das sind bunte Kissen, aber nicht bunte Stoffe, oder? Auch ein Schlüssel. Oh, ich bin schon in einem anderen Stadtgebiet. Ich glaube, hier sollte ich noch nicht sein, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, ich finde das jetzt nicht so, oder? Da läuft jemand mit dem Artefakt. Achso, wartet mal, ich habe Fähigkeitspunkte. Okay, wir treffen uns dann gleich mit Ali. Ich glaube, ich nehme mal lieber mehr Heilung. Siehst du? Zu dem Händler muss ich auch noch Chat. Ich muss Heilung kaufen. Ich habe noch die Schlüssel vom Gefängnis. Wollen wir nochmal zurück? Und ich habe 3 Artefakte, oder? Nee, Sammelobjekte. Doch, sind Artefakte, denke ich. Wir könnten zu Darwish. Nee, das Buch ist ja von dem anderen. Oh, mir fehlt noch ein Artefakt. Als erstes Händler. Dann gehen wir nochmal kurz zum Schneider und zum Schmied. Weil ich habe ja jetzt irgendwie noch eine neue Anleitung gefunden. Und vielleicht finde ich auch noch ein drittes Artefakt in der Nähe. Weil ich wüsste gern, was genau wir von Darwish kriegen für die Artefakte. Ob sich das lohnt. Sei willkommen, Said. Schauen wir mal, was du hast. Sieh dir meine Auslage an. Das richtige Werkzeug ist sehr wichtig. 90. Eine Heilung kostet 30 Geld. Das wäre ein super Versteck, wenn du wieder auf der höchsten Stufe bist. Dann schließt du dich einfach selbst in die Zelle. Da würde bestimmt niemand nach dir suchen. Das kann sein. Ja, ist gut. Aber das Problem ist, wir bleiben dann ja auf der höchsten Stufe und irgendwann müssen wir auch wieder raus. Hast du, was du brauchst? Ja, du hast voll viel Geld von mir bekommen. Ich muss aufbrechen. Dann auf bald. So, ihr euch, wie ihr sie nach Hause schaffen könnt, dann wendet euch an Arsi. Sei gegrüßt. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Lass mich deine Waren ansehen. Bitte, sieh dich um. Ein guter Panzer. Der Stolz eines jeden Kriegers. Ha, ist immer noch nicht für meine aktuelle Montur dabei. Aber 30 und 60... Nee. Man kann seine Rüstung immer verbessern. Kann ich sonst noch behilflich sein? Warte mal. Ich guck mal kurz die Montur. Bis dann. Generell an. Also wir könnten die anziehen.
Was 7? Verringert die Auswirkung illegaler Taten auf Basims Bekanntheitsgrad. Eigentlich könnte ich das schon anziehen, weil die Trophy habe ich ja jetzt erledigt mit dem Bekanntheitsgrad. Irgendwann sind wir alt und grau, dann sind die nicht mehr aktuell. Stimmt. Oder wenn wir einfach 3 Wochen nichts essen, dann haben wir so viel abgenommen, dass uns auch keiner mehr von den Fotos erkennt. Das ist eigentlich keine schlechte Idee, Nico. Okay, wir ziehen jetzt das an und verbessern das. Hallo. Sei gegrüßt. Was gibt es heute bei dir? Das kam frisch rein. Leichter, stärker, besser. Verbessern. Sehr gut. Okay, unsere illegalen Taten, die sind jetzt um 30%. Also, wenn wir was Böses tun, schlägt sich das um 30% weniger auf unseren Bekanntheitsgrad aus. Vielleicht nicht schlecht, sonst wären wir wieder gesucht. Das? Ich sollte mal weiter. Leb wohl! Okay, und warte, hier. Schmied? Sei gegrüßt. Sei gegrüßt, Said. Lass mich deine Waren ansehen. Sieh dich nur um. Man kann die Bewaffnung immer verbessern. Kann mein Schwert verbessern? Mit verbessertem Stichvermögen. Verkauft. Sehr gut. Das ist noch tödlicher. Sonst nichts? Ich muss aufbrechen. Beehre uns wieder. Ubisoft Connect Kernherausforderung abgeschlossen. Seht ihr jetzt bestimmt auch nicht, oder? Weil es ja auch nur ein Overlay ist. Wollte ich noch was machen? Wenn ich jetzt einmal hier bin. Fähigkeitspunkte kann ich nicht mehr ausgeben. Dann gehen wir jetzt zu Ali. Wollen wir probieren? Wir probieren mal so einen Auftrag. Das ist gerade in der Nähe. Jetzt gerade bin ich schon an so einem Punkt bei Assassin's Creed. Ich will alles auf einmal machen. Sage. Vor uns kann sich nichts verstecken. Sage, okay, wir machen jetzt als nächstes das. Dann gucke ich 3 Minuten irgendwie was anderes an und dann machen wir doch was anderes. Ich habe gerade überlegt. Ich dachte, du kannst die Tür aufmachen. Ich habe schon wieder den Satz nicht beendet. Und den Faden verloren. Das habe ich gesehen. Es geht mir gerade in Elden Ring auch so. Das spricht ja aber eigentlich für das Spiel, weil du einfach alles erkunden möchtest und alles machen möchtest. Bist du der Dichter mit der törichten Zunge? Ist nur, glaube ich, wenn du halt Zuschauer hast, schwierig. Wer hätte gedacht, dass Worte derart gefährlich sein können? Nichts ist gefährlicher als der verletzte Stolz eines mächtigen Mannes. Geh voran. Ich schütze dich vor seinem Zorn. Oh no, solche Begleitmission, ganz schwierig. Kein Schaden nehmen vor allem. Wenn ich kämpfen muss. Ein Hindernis vor uns. Das Verderben beißt uns in die Waden. Unser Glaube wird den Weg freimachen. Und etwas körperliche Anstrengung, versteht sich. Der Weg ist frei. Ah, was rennt er denn plötzlich? Ah, nicht so schnell! Ja.
Oh, hier ist jemand mit dem Artefakt. Ah, ne, 180 Meter. Das dort drüben ist mein Neffe. Ich vertraue darauf, dass er meine Anwesenheit geheim hält. Aber ich fürchte, das bringt ihn ins Grab. Ich erlöse ihn von diesem Dilemma. Das sieht ganz komisch aus, wie der sich hier gerade hinhockt. Säubere die Umgebung. Ja! Oh, Jesus, ich bin Apostel! Ich bin ein Mörder! Hilfe! Was ist das denn nicht? Ach, Dank. Diese Söldner wären ganz sicher mein Ende gewesen. Halt die Decke hoch. Flucht. Ja, schöner Treffer. Viel langsam. Da. Erbärmlich. Nicht alle auf einmal. Du kannst nicht fliehen. Du wirst leiden. Das geht besser. Ich hab's geblockt! Das tat weh! Von wo schießen die? Ich hab richtig krass gut pariert. Habt ihr das gesehen? Ich konnte den direkt töten. Ich werde mal wieder so ein bisschen gesucht. Die Gefahr ist vorbei. Weil ich muss mehr Wurfmesser benutzen, habe ich vorhin gesagt. Sollte ich vielleicht auch mal tun. Siehst du diese türkischen Mietklingen? Ich glaube, sie wurden geschickt, mich zu ermorden. Wie Schüler der Dichtkunst sehen sie zumindest nicht aus. Ich kümmere mich um sie. Welche türkischen Mietklingen? Da hinten die? Ihr seid nicht alle auf einmal. Das überlebst du nicht. Jetzt ist es sicher. Ich glaube, ich mag das mit dem perfekt parieren. Aber ich bin immer zu hektisch im Kampf. Aber wenn ich perfekt pariere, habe ich direkt danach die Töten-Option. Der stolpert auch gleich. Ich werde hier von ein paar Freunden abgeholt. Alle blöd gestolpert. Allah segne dich. Ich werde dir zu Ehren ein Gedicht schreiben. Gedichte sind wie Musik in meinen Ohren. Besonders, wenn sie von mir handeln. Dann sollst du deine Musik haben. Und man soll deines Mutes gedenken, noch lange nachdem wir beide aus unserem irdischen Dasein geschieden sind. Es sind neue Aufträge verfügbar. Ich muss kurz in 14 Metern meinen Steckbrief entfernen. Lieber verborgen bleiben. Schon wieder eine Ubisoft-Kernherausforderung. Abgeschlossen. Denn ist Sekiro doch etwas für dich? Aber wird bei Sekiro das auch so angekündigt, bevor die zuschlagen? Weil hier leuchten die dann ja so gold, kurz bevor zugeschlagen wird. Oder rot, wenn es halt ein unblockbarer Angriff ist.
Okay. Warte mal, da ist ein Artefakt. Lass uns das mal holen. Venedig. Schön hier. Kein Interesse. Hau ab. Geh schon. Ich war doch gar nicht zu dir. Herr Wachmeister. Oh, hier ist so ein... Ah, ich bin in einem Stadtgebiet, wo ich noch nicht war. Oh oh. Mir ist aufgefallen, dass ich geklaut habe. Darwish ist hier. Wow, hier ist direkt ein Artefakt. Egal. Ja, man kann etwas sehen und rote Zeichen sind auch dort unblockbar. Ja, aber ich bin im Kampf immer so, sobald ich mehr als einen Gegner habe, werde ich panisch. Also wenn ich nur einen Gegner vor mir habe, dann kann ich auch manchmal parieren und blocken. Aber wenn ich zwei Gegner habe, kann ich das immer nicht. Weil wir jetzt gerade hier sind, holen wir uns das Artefakt. Und dann gehen wir zu Darwish. Und ich glaube, ich muss wieder mehr Taschendiebstähle durchführen. Damit ich wieder mehr Geld habe. Es nervt mich, dass ich den Laden direkt nicht markieren kann. Also das wäre schön, wenn die das irgendwie nachpatchen. Okay, jetzt wird er mir angezeigt. Ich habe irgendein Amulett mitgehen lassen nebenbei. So, jetzt will ich wissen, was du mir gibst für die Artefakte. Da ist er, der junge Löwe. Hier ist etwas für dich. Ha, noch mehr Plunder. Ich nehme ihn dir ab. Pass auf dich auf. Bis zum nächsten Mal, Bastian. Was habe ich jetzt bekommen? So Allah will. Oh, du hast genug Material für Verbesserungen, um ein Hilfsmittel zu verbessern. Das kriege ich von... Oh, wir müssen Artefakte sammeln. Artefakte... Obwohl Hilfsmittel verbessern. Ich will eigentlich... Ich will neue Hilfsmittel. Ich hätte gern den Blaspfeil, also den Schlafpfeil. Aber wir gehen trotzdem mal gucken. Vielleicht kann ich ja doch schon was Neues kaufen. Neues Hilfsmittel. Chat, was gab's heute eigentlich bei euch zum Mittag? Oder esst ihr noch? Oder gibt's keinen Mittag?
Ja, Ilahi. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Schön, dich zu sehen. Vielleicht könnten deine Fähigkeiten hier nützen. Das ist mein Angebot. Ah, ich kann bloß verbessern. Kann noch nichts Neues. Setze deine Fertigkeitspunkte ein. Genug gesehen. Eure Hilfe ist unbezahlbar. Auf bald. Ich hab nur einen Punkt. Die Ballade von Basim. Mit der Kapuze tief im Gesicht erkennt der Feind sein Antlitz nicht. Durch die Stadt auf verschlungenem Pfade pirscht Basim und zeigt keine Gnade. Den Übeltätern in ihren Mauern und all den Sündern, die dort lauern. Er hilft den Ehrbaren und Schwachen, den Krisen ins Gesicht zu lachen. Denn er ist ein großer Held, dem es nicht schwer fällt, auch bei ärgsten Widrigkeiten das Scheusal in sein Grab zu geleiten. Ich bemerkte seine Tapferkeit, als er mir in schwerster Zeit einen Weg zur Rettung fand und auch meinen Liebsten beistand. Dafür gebührt höchster Dank ihm, dem Mann mit Namen Basim. Das war aber schön. Es gibt neue Aufträge, nehmen wir mit. Lesen. Ein fantastischer Kauf, Bruder Fulat. Beim Durchstöbern der Büchermärkte fand ich eine Abschrift der Sammlung der Verse der Araber. Sie beinhaltet sogar das Gesicht, welches Kab ihn zu Hair, dem Propheten, höchstpersönlich vortrug. Dieser war so bewegt davon, dass er Kab seinen Mantel umlegte. Keinem Dichter wurde je solch eine Ehre zuteil. Du musst zu mir kommen, damit ich dir und deinen Freunden die Verse vortragen kann. Dein Bruder im Schatten, Tabit.